Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Vlog bzw. Video geht es überwiegend um ein paar Ausflüge, die wir mit dem Jorvid in der letzten Zeit so gemacht haben. Wir waren teilweise im Höllbachtal, wir haben einen Ausflug gemacht mit dem Pferd, wie ihr schon im Thumbnail sehen könnt, und ein paar weitere Sachen. Ihr seht auch so ein kleines Update, was er schon kann an Tricks und so, und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Das sind einfach so schöne Momente mit ihm draußen chillen. Er schläft einfach. Ich bin eigentlich echt froh, dass wir den Doggo so im Sommer haben, weil im Sommer ist halt super easy, einfach rausgehen mit dem Üben. Hello! Ich suche uns jetzt mal einen kleinen Spot, wo wir die Kamera aufstellen können. Und dann gebe ich euch mal ein Update, was der Jorvid schon alles kann. Vielleicht diese Bank, Moment. Also ich habe hier eine Bank gefunden, aber da muss ich erstmal diese ganzen Dinge hier ausreißen, damit man uns sieht. Ihr hört es wahrscheinlich auch, eine Biene summen im Hintergrund, aber mal schauen. So, jetzt checke ich mal, ob man das sieht. Ja, perfekt. Okay. Wir sind jetzt ready. Ich weiß nicht, ob man uns hört, wenn nicht, muss ich drüber sprechen. Ansonsten zeigen wir euch jetzt einmal ein kleines Update und wir bleiben so nah wie möglich. So, stellen wir die Leine mal ein bisschen mehr Spielraum. Mach mal Sitz. Hey. So ist er brav. Jetzt bleib mal, ich checke, ob man dich sieht in der Kamera. Ich würde auf jeden Fall behaupten, dass aktuell Sitz, gib Pfote, High Five und Platz unsere Tricks sind, die am besten funktionieren. Das mit dem Kriechen hat er eigentlich ganz alleine so spaßeshalber gemacht. Und immer wenn er es gemacht hat, habe ich gesagt, kriechen. Und wenn ich so mit dem übe, muss ich ihn nur manchmal unterstützen und den Po so ein bisschen nach unten ganz sanft drücken. Aber das finde ich eigentlich auch ganz lustig, sollte das irgendwann mal auch ohne Hilfe machen. Und hier übe ich eben dann noch mit ihm, dass er liegen bleibt, egal was ich mache. Das ist eigentlich so Level 1 erstmal oder vielleicht Level 2. Ja, ich springe so ein bisschen über ihn, damit er merkt, hey, wenn ich sage, bleib, dir passiert nichts, ich passe auf, dass du sicher bist und egal was ich mache, du bleibst. Bleib. Bleib. Ach, ist das schön. Sonnenuntergang noch genießen. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg und ich fahre zu meiner Cousine. Die kennt ihr vielleicht schon aus dem letzten Video. Die hat nicht nur zwei Hunde, sondern sie hat auch ein Pferd. Beziehungsweise zwei, glaube ich sogar. Und die besuchen wir jetzt, weil ich wollte heute unbedingt mit dem Lorbi üben, dass er vor Pferden keine Angst hat und dass er halt weiß, wie er sich zu verhalten hat vor Pferden. Man muss natürlich auch vorsichtig sein. Und wir probieren das heute mal zum allerersten Mal aus. Der hat noch nie Pferde gesehen, auch noch beim Spazierengehen oder so. Deshalb bin ich gespannt, ob er Angst hat oder ob er irgendwie zu stürmisch ist. Ich versuche ein bisschen mitzufilmen und fahre jetzt quasi los und treffe mich dann mit meinem Partner. Der hat den Hund mit dabei, weil ich hatte ihn heute in der Arbeit leider nicht dabei. Ich habe ihn sehr vermisst und ich freue mich jetzt auf beide. Bis gleich! Wo ist mein Lorbi? Ja, und dann wurde es auch schon ernst. Ich habe ihn hochgenommen und versucht, ganz langsam den Pferden zu nähern, ihm immer wieder ein bisschen beruhigt gestreichelt. Tschüss! Er hatte schon Angst, das sieht man glaube ich auch, aber er war relativ ruhig. Und dadurch, dass ich ihn immer wieder ein bisschen bestätigt habe, dass nichts passieren kann, hat es eigentlich ganz gut geklappt. Und die Pferde waren auch vor allem brav und haben hier Nasenküsse verteilt, also die waren sehr zutraulich. Dann haben wir den Ausflug gemacht. Also das Pferd von meiner Cousine kennt Hunde, das ist da ganz ruhig und ich habe eben versucht, dass er auf der linken Seite Fuß geht, sodass er quasi keinen Abstand hat, sondern direkt daneben ist. Und es war auch ganz praktisch, weil hin und wieder sind auch Radfahrer vorbeigekommen, das heißt, ich konnte da auch gleich ein bisschen üben, dass er ganz ruhig bleibt. Und wie ihr seht, sein Schwanz war am Wedeln, das heißt, er war eigentlich ganz entspannt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, gut funktioniert und das ist auf jeden Fall ein High Five wert. Und natürlich gab es dann noch eine Belohnung, auch für mich. Ja, und dann sind wir diese Woche noch ins Höllbachtal gefahren. Das ist eigentlich echt nice, Höllbachtal, da sind überall Steine, man kann so ein bisschen am Wasser üben, also hat wirklich Spaß gemacht. Am Anfang hat er noch ein bisschen Angst gehabt, aber dann hat es eigentlich relativ gut schnell funktioniert und es war ein guter Ausflug für so 2 bis 3 Stunden. Wir können jetzt auf jeden Fall schon längere Ausflüge machen.
Aber er ist jedes Mal absolut RIP und muss dann schlafen. Aber er ist ein kleines Schmusi-Maus. Und er kuschelt sich immer zu einem hin. Was richtig, richtig süß ist. Gute Nacht, lieber Lorbeer. Hört man das eigentlich, wie der schnarcht? Family Day mit dem Dogs. Geburtstagsfeier und natürlich, egal wo wir hinfahren, bei uns ist jetzt immer der Hund mit dabei. Kennt da noch jemanden, der gerne mit würde? Nali! Ja, du kannst nicht mit. Nö. Nachdem dann der verpflichtende Family-Teil so ein bisschen vorbei war und es ein bisschen in lockere Atmosphäre überging, haben wir dann beschlossen, wir packen uns die beiden Hunde ein und gehen einfach eine Runde Gassi mit denen. Wir waren dann bei so einem kleinen Biotop. Karma kennt es. War natürlich sofort im Wasser. Der Lorbi hatte dann noch ein bisschen Angst, aber wenn er nicht will, muss er ja auch nicht. Er hat auf jeden Fall so ein bisschen mit seinen Pfoten drin herumgetapst und das reicht ja für den Anfang eigentlich auch schon ganz aus. Biotop waren auch ganz verrückte, so Wasserschnecken und sonstige andere Tiere. Und ich habe aber dann, beziehungsweise mein Freund hat dann irgendwann eine Schlange entdeckt. Und ab dem Zeitpunkt waren wir auch ganz schnell wieder weg von diesem Biotop. Das ist sehr schön mit anzuschauen, dass er schon die ersten ganz guten Hundefreunde hat. Schau, wer da auf dich wartet, Lorbi. Nali. Wollt ihr jetzt beide reingehen? Ja. Da warten jetzt immer zwei vor der Tür. Nani, kleine Maus. Du kommst auch zu uns. Nee, doch nicht. Geht vorbei. Aber der Jorvet und ich, wir chillen hier. So schön, wie es auch ist mit dem Lorbi, es ist auch wirklich anstrengend. Vor allem jetzt muss man halt komplett einfach immer umdenken. Man kann einfach nicht immer überall hin. Man muss immer überlegen, ob man den Hund jetzt mitnehmen kann und wie lang und so weiter. Und dann die ganze Hundebox packen. Und einfach auch der Alltag. Also es dauert echt, es hat glaube ich 4,5 Wochen bei uns. Und es dauert einfach, bis man diesen neuen Alltag irgendwie bewältigen kann. Er muss einfach unheimlich viel lernen und es klappt halt nicht auf Anhieb. Und dann fühlt man sich so, oh je, hoffentlich schaffe ich es. Also es ist schon echt auch anstrengend, das muss man schon sagen. Und natürlich in diesen Vlogs, man zeigt immer, wie toll es klappt mit den Tricks und dies und das, aber es gibt auch Momente. Oh, Moment, da ist ja Nali. Ja, so ganz Freunde sind sie noch nicht, aber, also doch, Freunde sind sie schon, aber sie kuscheln jetzt noch nicht so krass miteinander, aber es wird schon noch. Aber meistens ist der Jorbert schuld, weil der immer zu schnell einfach zur Nali läuft und dann ist sie natürlich weg. Aber Nali ist auch ein Kuschelbär und da ist jetzt natürlich neugierig, wenn wir hier kuscheln. Nali? Wo ist mein Nali, Schatzi? Komm! Aber nur weil ich sage, es ist anstrengend, bereue ich es nicht. Also ich bin super, super froh, dass ich den Jorbert habe. Das ist mein Baby und ich würde nie wieder zurückgeben. Also es ist natürlich eine Umstellung, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber ich will einfach nur noch mal sagen, man muss es sich schon gut überlegen. Der Zeitpunkt muss passen und es ist auf jeden Fall anstrengend. Aber es ist es wert.